Hallöchen und herzlich willkommen bei Inner Transformation, deinem Podcast für geisteswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Ida-Sophie Schäpelmann und in der heutigen Praxisfolge, Teil 7 meines Podcasts, beziehungsweise Teil 3 dieses Specials und Folge 7 meines Podcasts, wollen wir gemeinsam journalen zum Thema Loslassen. Diese Folge ist, wie schon gesagt, der dritte und letzte Teil eines ganzen Specials zum Thema Loslassen. Also höre dir gerne auch die 2 zuvor gesendeten Folgen an oder reflektiere ganz unabhängig davon mit mir über das Thema Loslassen. Wir wollen heute für die Kontemplation journalen, also Tagebuch schreiben, weil mir Meditieren für dieses Thema zu intensiv ist. Journalen ist ein aktives Meditieren mit mehr Kontrolle. Du hast die Augen offen, du hältst einen Stift fest, du kannst dich ganz rational mit deinen Gedanken auseinandersetzen. Und das ist eine gute Alternative, wenn Loslassen ein großes Thema für dich ist, weil wir nicht gleich komplett in die Stille, ins Nichtstun und totales Loslassen hineingehen, wie beim Meditieren, was halt auch überfordernd sein kann. Ihr Süßen, auch in dieser Folge noch einmal eine Triggerwarnung. Als Yogalehrerin halte ich unglaublich viel davon, Energie in Fluss zu bringen und Energie abzuführen, wenn viel im Kopf ist. Nichtsdestotrotz ist Reflexion auch noch einmal die Auseinandersetzung mit dem zuvor Gehörten und kann belastende Gedanken und Gefühle hervorrufen. Schau einmal, ob du bei dieser gemeinsamen Reflexion teilnehmen möchtest oder ob es gerade besser für dich ist, einfach mal ordentlich abzudancen, bolzen zu gehen, um den Kopf freizukriegen. Und dann im Nachhinein mit einem lieben Menschen zu quatschen, um zu reflektieren. Bleib sicher und viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, willkommen beim Journalen. Was passiert jetzt also genau in dieser Folge? Ich werde euch mehrere Fragen stellen zum Thema Loslassen. Alles, was ihr tun müsst, ist schreiben. Schreibt eure Antworten einfach auf. Lasst eure Gedanken aus euch herausfließen, ohne da jetzt lange drüber nachzudenken. Setzt euch auf dem Blatt Papier mit euch auseinander und schreibt munter vor euch hin. Das Ergebnis könnt ihr euch auch im Nachhinein nochmal anschauen, aber wir wollen jetzt keinen perfekten Roman vorbereiten, wo jedes Wort sitzen muss, sondern sozusagen schreibend denken. Die Frage kommt, du schreibst los und sinnierst so ganz aktiv vor dich hin. Schau, dass du ungestört bist und stressende Faktoren reduzierst. Du kannst zum Beispiel in Stille journalen oder auch mit Musik. Alles, was dir erlaubt, zu entspannen. Kontrolle ist anspannen, wie Reitgeschirr bei einem Pferd. Es wird angespannt. Und jetzt wollen wir unseren Geist entspannen, freigeben, loslassen. Also unterstütze dich gerne dabei durch eine entspannende Atmosphäre. Pausiere die Folge gerne nochmal kurz, um dir Zettel und Stift, vielleicht was zu trinken zu holen und ein entspannendes Ambiente zu schaffen. Und los geht's. Nimm deinen Stift zur Hand und wir starten mit einem Check-in. Wie geht es dir gerade? Was kannst du tun,
um mehr zu entspannen. Was bedeutet Loslassen für dich?
Wie fühlt sich Loslassen an? Warum fällt dir Loslassen schwer?
Was brauchst du, um loslassen zu können? Wie kannst du üben, häufiger loszulassen?
Und zum Abschluss, wie fühlst du dich jetzt? So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Freude und ihr fühlt euch nach der Praxis gut. Nutze diese Journal-Fragen gern häufiger. In unterschiedlichen Situationen oder Stimmungslagen kriegen wir auch unterschiedliche Antworten. Und Journal gibt uns die Möglichkeit, in den Kontakt mit uns selbst zu kommen. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, ob Journal etwas ist, was du dir häufiger auf diesem Kanal wünschst. Und ob es spezifische Themen gibt, zu denen du gern journalen möchtest oder zu denen du dir ganz allgemein Wissensimpulse und Praxisübungen wünschst. Lass mir dazu gerne auch ein Abo da oder empfehle diesen Dreiteiler an Menschen, denen es auch Freude bereiten könnte. Ich hoffe, diese Folgen haben dir auch trotz des intensiven Inhalts und der ausgedehnten Zeit für Triggerwarnung Spaß gemacht und du konntest einiges für dein Leben mitnehmen. Beim nächsten Mal wollen wir uns nicht aus psychoanalytischer, sondern aus soziologischer Sicht mit unserem Weltbild befassen. Ich freue mich, wenn du dazu wieder einschaltest und dich mit deinem Blick auf die Welt auseinandersetzt. In diesem Sinne, join the hype, inner transformation für gesellschaftlichen Wandel. Mach's gut und bleib kritisch. Deine Ida.